Diese Schlepperei. Warte, Hummel, warte. Ich helfe dir. Nanu, nanu, Plumps bist du es wirklich? Hier gibt es keinen anderen Plumps. Außer dem netten, hilfsbereiten Plumps scheint doch noch ein Rüpelplumps hier am Teich zu wohnen. Ach wo, zwei Plumpse, das gibt es doch gar nicht. Wo willst du überhaupt hin mit deinem Honigeimer? Zum Ziegenbock. Hm? Er hat mich eingeladen. Wir wollen Honigplätzchen backen. Es ist Honig von der feinsten Sorte. Oh, geht nicht zum Ziegenbock. Ich warne euch. Er tobt in seinem Haus herum. Wirft alles aus dem Fenster. Er hat den Verstand verloren. Rums, rums. Vielleicht können wir ihn besänftigen. Wie ein Boxkampf an. Oh, rums, rums. Oh nein. Er muss übergeschnappt sein. Da seht ihr's, er ramponiert seine Wohnung. Dabei hat er uns eingeladen. Ja, zur Honigplätzchennascherei. Hallo, Plumps. Hm? Ich habe dich am Teich gesucht. Ich soll dich einladen, aber du bist ja schon hier. Wozu denn einladen? Und zu wem? Zur Honigplätzchennascherei beim Ziegenbock. Er hat es mir gerade gesagt. Der Ziegenbock? Du hast mit ihm gesprochen? Unmöglich, unmöglich. Er schlägt alles kurz und klein. Hör doch, er tobt in seinem Haus herum. Er nimmt sich wie ein Wüterich. Aber nein, ich habe ihn gerade getroffen. Er war ganz fröhlich auf dem Weg zum Hummelbau. Ich wollte dir den Honigeimer tragen helfen. Dort poltert er. Und dort lädt er das Kühlschrank. Oh, Spuk, Zauberei. Der Ziegenbock ist doppelt. Hör mal, Küken. Vielleicht hast du den Ziegenbock im Traum gesehen. Hm? Ach, Unsinn, Plumps. Ich bin doch wach. Genau wie du. Na, vielleicht träumst du nur, wach zu sein. Und ich bin gar nicht wirklich hier, sondern nur in deinem Traum. Die Hummel hat ja auch gesagt, dass ich doppelt bin. Oh, au! Au! Oh, oh, das hat aber wehgetan. Na siehst du, Plumps, tut dir dein Kopf wirklich weh oder träume ich das nur? Er tut mir wirklich weh, Küken. Aber wie kann der Ziegenbock doppelt sein? Ob er vor sich selber weggelaufen ist? Ich glaube, Plumps, du siehst Gespenster. Ja, das glaube ich auch. Was ist los? Was gibt's? Da bist du ja, Ziegenbock. Plumps hält dich für ein Gespenst. Jetzt glaube ich fast, in deinem Haus tobt ein Gespenst herum. Wie? Was? Gespenster? Am helligsten Tage? Einbrecher, Räuber, Diebsgesindel, Mensch! Na warte du, wo ist der Dieb? Wo ist der Dieb? Ziegenbock, das ist kein Dieb, das ist die Katze. Miau. Miau.
was fällt dir ein? Warum stellst du mein Haus auf den Kopf? Was soll das? Schön, dass du da bist. Inzwischen habe ich es allein geschafft. Was denn geschafft? Etwa alles aus dem Haus zu werfen? Na, die Mäuse aus dem Haus zu jagen. Du hast es wohl vergessen. Ich sollte dir helfen. Die Mäuse? Ach ja, entschuldige. Das habe ich glatt vergessen. Uns hast du wohl auch vergessen. Und unsere Honigplätzchenbäckerei. Ach, wie dumm von mir. Nun ist alles verpatzt. Ich wollte gründlich Ordnung schaffen, bevor ihr alle kommt. Und dabei sollte mir die Katze helfen. Reg dich nicht auf, Ziegenbock. Ich helfe dir. Dann ist dein Haus 1, 2, 3 aufgeräumt. Ich weiß nicht. Ich kenne einen Plumps, der ganz anders ist. Du denkst wohl auch, es gibt zwei Plümpse, was? Ach, Unsinn. Manchmal ist man eben so und dann wieder ganz anders. Das ist normal. Ich hab auch gedacht, ich gibt es zweimal, Ziegenbock. Na ja, das hat sich aufgeklärt. Was mache ich nur? Bedanke ich mich bei der Katze für die Hilfe oder schimpfe ich mit ihr wegen der Unordnung? Mein Honigeimer, mein Honigeimer. Oh, er ist leer. Naschkätzchen! Leckermäulchen! Da seht ihr's. Jeder von uns ist mal so und mal so. Und trotzdem immer derselbe.